Ja, meine Damen und Herren, heute geht es um Mathematik und ich möchte Ihnen den Körper der reellen Zahlen erklären. Ein Körper, das ist ein algebraisches Konstrukt, das sich zusammensetzt aus einer Menge von Zahlen und zwei Rechenoperationen. Das ist hier die Addition und die Multiplikation. Das kennen Sie natürlich aus der Schule, aber ich möchte trotzdem zusammenfassen, wie man diesen Körper aus Axiomen aufbauen kann und was alles für grundlegende Operationen in diesem Körper möglich sind. Dazu gehört dann auch eine Ordnungsrelation und eine Metrik auf diesen reellen Zahlen. Und ich möchte diesen Körper der reellen Zahlen dann dieses Video auch als Bezug nehmen, wenn ich Ihnen später zum Beispiel die komplexen Zahlen oder Vektorräume oder das Rechnen mit Einheiten erkläre, weil dann doch die Rechenoperationen, die man anwenden kann, etwas eingeschränkter sind als hier bei diesem Körper der reellen Zahlen, der ganz besonders viele Rechenoperationen enthält. Ja, es gibt eine Reihe von Mengen von Zahlen, die wir unterscheiden und zum Teil sind die Teilmengen von anderen solchen Mengen. Und da können wir als erstes die natürlichen Zahlen einführen, die wir schon als Kind kennenlernen, wenn wir unsere Bauklötzchen abzählen. Die kann man auch verstehen als die Mächtigkeit von Mengen. Man zählt die Elemente einer Menge und das sind ganze Zahlen, die bei der 1 beginnen hier oben, die 1, 2, 3 und so weiter. Das läuft bis unendlich, aber unendlich selbst gehört nicht zu den natürlichen Zahlen. Man kann die natürlichen Zahlen auch noch um die 0 erweitern und spricht dann oft von N0 statt von N. Und dann gibt es die ganzen Zahlen Z. Da erweitert man um die negativen ganzen Zahlen. Das heißt, N ist natürlich Teilmenge von Z und auch N0 ist Teilmenge von Z. Und dann laufen diese ganzen Zahlen von 0 bis plus unendlich und genauso auf der anderen Seite von 0 bis minus unendlich, aber beide Seiten unendlich sozusagen gehören nicht zur Menge dieser ganzen Zahlen. Und dann können wir noch die rationalen Zahlen einführen. Die habe ich hier aufnotiert. Das sind die Brüche und da haben wir eine ganze Zahl n im Zähler stehen und eine ganze Zahl m im Nenner stehen. Dabei muss aber die 0 für den Nenner ausgeschlossen werden. Also m ist eine ganze Zahl ohne die 0 und das bildet dann das sogenannte Q, die Menge der rationalen Zahlen. Das sind aber noch nicht alle Zahlen, die es gibt. Zahlen wie zum Beispiel Pi oder die Wurzel aus 2, die kann man nicht mit den rationalen Zahlen darstellen. Und stellen Sie sich vor, wir wollen den Umfang von einem Kreis beschreiben in der Physik, dann könnten wir die Länge des Umfangs nicht angeben, wenn wir Q verwenden würden für die Menge unserer Zahlen, weil 2Pi würde nicht zu den rationalen Zahlen zugehören. Deshalb führen wir die sogenannten reellen Zahlen ein und das sind zusätzliche Zahlen. Da sind praktisch alle Zahlen enthalten, die man auf einem Zahlenstrahl anordnen kann. Und der Unterschied zu Q, den können wir so verstehen, die Menge der Brüche, also der rationalen Zahlen, die ist immer darstellbar durch einen Dezimalbruch, der entweder abbricht, das heißt also eine endliche Zahl von Nachkommastellen hat, oder eine Periode hat, das heißt eine bestimmte Zahl von Zahlen in den Nachkommastellen wiederholt sich immer wieder in gleicher Weise. Wenn wir aber Nachkommastellen haben, und zwar unendlich viele Nachkommastellen, die sich immer wieder unterscheiden und keine Periodizität besitzen, dann haben wir eine sogenannte irrationale Zahl und die ergänzen dann die rationalen Zahlen und die rationalen zusammengenommen mit den irrationalen Zahlen, das sind dann die reellen Zahlen. Ja, jetzt wollen wir mit den reellen Zahlen weiterarbeiten und eine Verknüpfung einführen, eine Operation einführen, die zwei dieser reellen Zahlen miteinander verknüpft und das ist als erstes die Addition, die habe ich hier aufnotiert. Und da gibt es vier Axiome, mit der wir die Rechenregeln bezüglich dieser Addition einführen können. Aus diesen Rechenregeln können Sie dann alle weiteren Rechenregeln, die Sie bezüglich der Addition kennen, wiederum herleiten. Und das erste ist immer das Assoziativgesetz.
Das heißt, wenn ich drei reelle Zahlen addieren will, dann ist es egal, ob ich erst das a und b addiere und dann das c hinzu addiere oder ob ich erst das b und c addiere und dann a plus die Summe aus b und c berechne. Ja, das zweite Axiom, da geht es gar nicht um eine Rechenregel selbst, sondern um die Existenz eines bestimmten Elementes der Menge, und zwar des sogenannten neutralen Elementes der Addition. Und das wollen wir 0 nennen, denn die Rechenregel besagt, dass a plus 0 gerade wieder gleich a ist. Und da wir das Kommutativgesetz noch nicht behandelt haben, machen wir das für die rechtsseitige und die linksseitige Addition, also a plus 0 ist gleich 0 plus a ist gleich a. Allerdings ist es so, dass man das Kommutativgesetz gar nicht braucht, um diese Gleichheit von a plus 0 und 0 plus a zu beweisen. Allein das Assoziativgesetz, was wir ja schon als erstes Axiom eingeführt haben, das reicht aus, um zu beweisen, dass diese beiden Terme gleich sein müssen und wir für das rechtsseitige und linksseitige Heranaddieren des neutralen Elementes immer das gleiche neutrale Element, die wohlbekannte 0 im Körper der reellen Zahlen hier erhalten. Beim dritten Axiom geht es auch um Elemente der Menge, und zwar die sogenannten inversen Elemente der Menge, die wir jetzt mit minus a bezeichnen. Und die werden so definiert, dass a plus das inverse Element von a, also hier minus a, gleich dem neutralen Element 0 ist. Und auch hier machen wir es wieder mit der rechtsseitigen und der linksseitigen Addition, also a plus minus a ist gleich minus a plus a ist gleich das neutrale Element der Addition gleich 0. Aber auch hier können wir alleine wieder mit Anwendung des Assoziativgesetzes unseres ersten Axioms beweisen, dass das rechtsseitige und linksseitige Heranaddieren des inversen Elementes jeweils zum gleichen Ergebnis und auch zum gleichen inversen Element minus a führen, ohne dass wir das Kommutativgesetz vorher einführen müssen. Ja, und als viertes Axiom kommt dann noch das Kommutativgesetz hinzu. Das sagt aus, dass a plus b gleich b plus a ist. Das heißt also, es ist egal, in welcher Reihenfolge ich diese beiden Zahlen addiere, es kommt immer das Gleiche heraus. Das sieht so selbstverständlich aus, aber das ist nicht für alle Operationen, die es gibt, immer gegeben. Sie können zum Beispiel an das Kreuzprodukt bei Vektoren denken. Da gilt das Kommutativgesetz nicht. Da hat man dann ein anderes Vorzeichen, wenn man die Reihenfolge verändert. Insofern muss man es explizit bei solchen Operationen immer hinzunehmen, ob das gültig ist oder nicht. Und wenn wir hier diese ersten drei Axiome haben, dann spricht man von einer Gruppe bezüglich der Menge der reellen Zahlen zusammen mit der Addition. Und wenn man das Kommutativgesetz zusätzlich hat, dann spricht man von einer sogenannten abelschen Gruppe. Und das heißt, dass die Menge der reellen Zahlen zusammen mit der Addition eine abelsche Gruppe bilden, das heißt ein algebraisches Konstrukt. Ja, und jetzt wollen wir uns der Multiplikation zuwenden. Ein Körper besteht ja immer aus zwei Operationen, einer Addition und einer Multiplikation, also zwei unterschiedliche Arten der Abbildungen. Und die Multiplikation können wir jetzt erst einmal vollkommen unabhängig von der Addition betrachten. Und wir führen auch wieder vier unabhängige Axiome ein. Und als erstes auch hier wieder das Assoziativgesetz. Das heißt, a mal b in Klammern, das Produkt aus a mal b rechnen wir als erstes aus und dann multiplizieren wir die dritte Zahl von rechts an dieses Produkt heran. Und das ist dasselbe, wie wenn ich erst das Produkt b mal c ausrechne und dann von links das a heranmultipliziere, also a mal das Produkt aus b und c. Und dann
geht es im zweiten Axiom auch wieder um das neutrale Element. Hier jetzt das neutrale Element der Multiplikation und das ist die 1. Das heißt, a mal 1 ist gleich 1 mal a ist wieder das Element a selbst. Auch hier bräuchten wir nicht diese beiden unterschiedlichen Reihenfolgen des links und rechts heranmultiplizierens zu verwenden, weil wir allein mit dem Assoziativgesetz beweisen können, dass das zum selben neutralen Element der 1 führt. Dann im dritten Axiom führen wir das inverse Element der Multiplikation ein. Das ist das 1 durch a, was wir hier intuitiv gleich so geschrieben haben. Oft wird es auch als a hoch minus 1 geschrieben. Das kann man machen, wie man das möchte. Aber wir müssen hier das Nullelement, also das neutrale Element der Addition aus der Menge der reellen Zahlen ausschließen, weil das Nullelement kein inverses Element besitzt. Aber für diese Menge r ohne die 0 können wir dann schreiben, a mal 1 durch a ist gleich 1 durch a mal a und das ist das neutrale Element der Multiplikation, also die 1, die wir hier oben eingeführt haben. Und als viertes Axiom, Sie haben es nicht anders erwartet, kommt wieder das Kommutativgesetz, also a mal b ist gleich b mal a. Das heißt, es ist egal, wie rum ich diese Zahlen, die reellen Zahlen miteinander multipliziere. Ich komme jeweils auf das gleiche Ergebnis. Dann sehen wir, dass die reellen Zahlen ohne die 0 zusammen mit der Multiplikation wieder eine abelsche Gruppe bilden. Das heißt, eine Gruppe zusammen mit dem Kommutativgesetz, also die gleiche algebraische Struktur, wie wir sie auch bei der Addition hatten. Ja, jetzt haben wir die Addition und die Multiplikation und Sie fragen sich vielleicht, was ist eigentlich mit der Subtraktion und der Division? Aber diese beiden Operationen, die haben wir mit den inversen Elementen gleich mit eingeführt und das habe ich Ihnen hier nochmal notiert. Bei der Subtraktion ist es so, dass a minus b einfach definiert ist als a plus das inverse Element von b, also minus b. Und dann kann man die Klammer weglassen sozusagen und schreibt einfach a minus b. Das gleiche bei der Multiplikation. Hier ist das a dividiert durch b definiert als a mal das inverse Element von b. Und dann können wir einfach das zusammenfassen auf einen Bruchstrich und schreiben als a durch b. Hier bei der Division müssen wir natürlich wieder die 0 ausschließen. Das b muss ungleich 0 sein, denn wir haben ja für die 0 kein inverses Element. Das heißt auch, dass das Dividieren durch 0 nicht möglich ist. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Körper der reellen Zahlen. Und dazu verbinden wir jetzt auch die Addition und die Multiplikation. Und da kommt ein weiteres wichtiges Axiom hinzu und das ist das Distributivgesetz. Das habe ich hier notiert. Das heißt, wenn man eine Gleichung hat, bei der hier das a mit einer Summe multipliziert wird, also a mal b plus c, dann kann man das ausmultiplizieren, dann kann man das schreiben als a mal b plus a mal c. Und genauso auch andersrum. Wenn vorne die Summe steht, also vorne ein a plus b in Klammern multipliziert wird mit dem c, also das c rechtzeitig dran multipliziert wird, kann man auch ausmultiplizieren und dann ist das gleich a mal c plus b mal c. Diese beiden Gleichungen sind insofern äquivalent zueinander, da wir ja das Kommutativgesetz für die Multiplikation haben. Das heißt, wir könnten die zweite Zeile sofort aus der ersten beweisen durch Anwendung des Kommutativgesetzes. Aber man schreibt es normalerweise, wenn man nur das Distributivgesetz hier für sich alleine hinschreibt, immer so, dass diese Operation sowohl von rechts als auch von links dann gültig ist. Ja, dann brauchen wir noch ein zweites Axiom und das wirkt vielleicht hier am kuriosesten, nämlich dass das neutrale Element der Addition, die 0,
ungleich dem neutralen Element der Multiplikation ist, der 1. Also, dass 0 ungleich 1 ist. Man kann sich überlegen und dann auch entsprechend aufschreiben und beweisen, dass wenn 0 gleich 1 wäre, also diese beiden neutralen Elemente gleich wären, dass dann alle Elemente gleich diesem neutralen Element 0 sein müssten. Dann gäbe es also nur ein Element in der Menge und dann wäre das Ganze ein sogenannter Nullring, aber eben nicht ein Körper. Und deshalb ist in allen Körpern die 0, das neutrale Element der Addition, ungleich der 1, dem neutralen Element der Multiplikation, wie wir es hier benannt haben. Und mit diesen Axiomen allen zusammengenommen, also diesen 4 für die Addition, 4 für die Multiplikation, dem Distributivgesetz und dieser letzten Forderung, haben wir dann den Körper der reellen Zahlen hier als die Menge der reellen Zahlen. Man verzichtet hier darauf, die 0 auszuschließen an dieser Stelle, obwohl man für die Multiplikation die 0 ausschließen muss, aber bei der Addition ist sie eben nicht ausgeschlossen. Also schreibt man die Menge der reellen Zahlen zusammen mit der Addition und der Multiplikation bilden den Körper der reellen Zahlen, wie es hier unten aufnotiert ist. Ja, und mit diesen Rechenregeln, da können wir jetzt sogenannte Äquivalenzumformungen machen. Wenn Sie eine Gleichung haben, die Sie umstellen wollen, dann machen Sie eben Operationen auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens gleichzeitig. Und das heißt, Sie verändern die linke Seite in gleicher Weise wie die rechte Seite. Und dann ist immer etwas, was vorher gleich war, hinterher auch noch gleich. Und zwei Beispiele habe ich hier mal gezeigt. Wenn ich zum Beispiel a plus x ist gleich b umformen möchte, dann kann ich zum Beispiel auf beiden Seiten das inverse Element der Addition von dem a dazu addieren, also a plus minus a. Das führt dazu, dass das a auf der linken Seite verschwindet und rechts aber dann ein minus a hinzukommt und dann wird daraus x ist gleich b minus a. Und das ist diese übliche Rechenregel, so mache ich das auch immer anschaulich. Das a bringe ich auf die andere Seite und dabei wechselt es sein Vorzeichen. Aber das ist eben eine Äquivalenzoperation, wo man auf beiden Seiten der Gleichung genau die gleiche Operation macht. Das gleiche kann man auch für die Multiplikation machen. Dann habe ich eben zum Beispiel hier ein a mal x ist gleich b stehen. Und dann multipliziere ich mit dem inversen Element der Multiplikation, also dem 1 durch a. Dann hebt sich auf der linken Seite hier das a raus. Sie sehen, man kann das jetzt rauskürzen. A mal 1 durch a ist ja gleich 1. Und auf der rechten Seite bleibt ein 1 durch a stehen. Links bleibt das x stehen und wir halten x ist gleich b durch a. Und das mache ich auch immer ganz anschaulich so, wenn ich auf der linken Seite verschiedene Zahlen habe, die miteinander multipliziert sind, dann kann ich eine dieser Zahlen auf die andere Seite des Gleichheitszeichens bringen, indem ich sie dann auf der anderen Seite unter dem Bruchstrich schreibe. Also die Zahl kommt von oben nach unten, das war gerade die Multiplikation mit dem inversen Element, oder umgekehrt natürlich auch von unten nach oben, das ist ja auch wiederum das inverse Element. Wenn ich von 1 durch a wieder das inverse Element nehme, ist es natürlich wieder das a selbst. Ja, und jetzt denkt man, man sei schon fertig mit den Rechenoperationen im Körper der reellen Zahlen, aber wir können noch mehr definieren in diesem Körper, nämlich die reellen Zahlen, die kann man mit einer Ordnungsrelation anordnen. Das ist nicht bei allen Mengen so. Denken Sie an die bunten Bauklötzchen aus Ihrer Kindheit. Die können Sie nur schwerlich nach Farben ordnen. Vielleicht, wenn man an den Regenbogen denkt oder man könnte sie nach der Größe ordnen. Aber wenn man sehr verschiedene Dinge hat, Ihre ganze Spielzeugkiste ausschüttet, dann gibt es keine natürliche Ordnung dieser Elemente einer Menge. Und
Hier bei den reellen Zahlen ist das anders. Wir können eine eindeutige Ordnungsrelation einführen. Jedes Pärchen aus a und b der reellen Zahlen, dafür ist entweder a kleiner als b oder a ist gleich b oder a ist größer als b. Etwas anderes gibt es nicht und das ist eine strenge Totalordnung. Es gelten dann drei weitere Axiome für diese Ordnungsrelation und das erste hier ist die Aussage, dass diese Ordnungsrelation transitiv ist. Das heißt, wenn a kleiner als b ist und b ist kleiner als c, dann folgt daraus, dass a kleiner als c ist. Das klingt logisch, denkt jeder, aber wenn man etwas so axiomatisch aufbaut, dann muss man einmal über dieses Axiom natürlich festlegen, dass so eine Beziehung immer gültig ist. Ja, und dann habe ich noch zwei Axiome, die betreffen die Verträglichkeit mit den Operationen Addition und Multiplikation. Und wenn ich hier zwei reelle Zahlen habe, a und b, für die gilt a kleiner b, dann kann ich auf beiden Seiten dieser Ungleichung eine beliebige reelle Zahl dazu addieren, hier c, und dann ist immer noch a plus c kleiner als b plus c. Das geht auch für negative reelle Zahlen, also c kann kleiner als 0 sein, dann verschiebt sich das Ganze zwar nach links auf dem Zahlenstrahl, aber a plus c ist immer noch kleiner als b plus c. Das gleiche gilt für die Multiplikation, allerdings gibt es hier eine Einschränkung, die Zahl, mit der ich multipliziere, die muss größer als 0 sein, sonst gilt diese Ordnungsrelation in dieser Weise nicht weiter. Also a kleiner b wird vorausgesetzt und wenn ich dann ein positives c auf beiden Seiten dran multipliziere, dann ist a mal c immer noch kleiner als b mal c. Wenn c aber 0 ist, dann sehen Sie, dann steht da 0 gleich 0 und 0 ist nicht kleiner als 0. Oder wenn ich eine negative Zahl dran multipliziere, dann steht da a mal eine negative Zahl gibt eine negative Zahl und b mal einer negativen Zahl gibt auch eine negative Zahl und dann dreht sich dieses Kleinerzeichen um und wird zu einem Größerzeichen. Ja, wir können noch etwas auf der Menge der reellen Zahlen einführen und das ist eine Metrik. Eine Metrik gibt ganz allgemein bei jeder Menge, die man mit so einer Metrik versieht, ein Maß für den Abstand von zwei Elementen an. Wir können hier zwei Elemente nehmen und einen Abstand definieren. Und wenn ich zwei andere Elemente habe, dann habe ich einen anderen Abstand. Und diese Definition, die liefert immer als Ergebnis eine reelle Zahl. Und da die reellen Zahlen ja eine geordnete Menge sind, kann ich dann angeben, ob dieser Abstand größer oder kleiner ist. Das heißt, hier bei der Metrik auf den reellen Zahlen, da haben wir hier einen Sonderfall, dass sowohl die Elemente a und b, für die wir diese Metrik einführen, aus den reellen Zahlen stammen, als auch das Ergebnis, das d ist nämlich auch Element r, das uns dann ein Maß für diesen Abstand liefert. Im ganz allgemeinen Fall kann man das auch für andere Mengen machen, dann stammen a und b aus dieser anderen Menge, aber das Ergebnis, das d, das stammt immer aus den reellen Zahlen, weil wir diese reellen Zahlen als einen geordneten Körper verwenden, wo wir genau wissen, in welcher Reihenfolge diese reellen Zahlen auf dem Zahlenstrahl sozusagen angeordnet sind. Und die Metrik auf den reellen Zahlen, die führen wir jetzt ein als d, ist gleich Betrag von a minus b. Das heißt einfach die Differenz dieser beiden Zahlen auf dem Zahlenstrahl. Und Betrag deshalb, weil es egal ist, ob ich von der größeren zur kleineren oder von der kleineren zur größeren Zahl diesen Abstand auswerte. Ja, und für Metriken gelten immer drei Axiome noch, dass nämlich a minus b Betrag immer größer gleich
0 ist, also eine reelle Zahl größer gleich 0, und dass, wenn Betrag von a minus b gleich 0 ist, dann ist auch a gleich b, dann sind diese beiden Zahlen identisch, also es gibt keine zwei Zahlen auf dem Zahlenstrahl, die den Abstand 0 haben und ungleich sind, sondern wenn sie den Abstand 0 haben, dann ist es auch ein und dieselbe Zahl, also a gleich b. Weiterhin gilt, dass Betrag von a minus b gleich Betrag von b minus a ist. Das heißt, es ist egal auf dem Zahlenstrahl, ob ich den Abstand b minus a oder a minus b rechne. Es kommt in jedem Fall eine positive reelle Zahl raus. Und das ist ja das, was wir auch umgangssprachlich unter dem Abstand dieser beiden Elemente der Menge verstehen würden. Und es gilt die sogenannte Dreiecksungleichung, dass also der Betrag von a minus b immer kleiner gleich ist der Betrag von a minus c plus dem Betrag von c minus b. Das heißt also, ein dazwischen geschobener Punkt, wenn ich also hier auf dem Zahlenstrahl den Abstand von a nach c und dann von c nach b messe, dann ist die Summe aus dem Abstand und dem Abstand gleich dem ganzen Abstand. Ich kann aber auch einen Punkt woanders dazwischen schieben, also zum Beispiel hier. Dann messe ich erst a nach c, das ist positiv, und ein c nach b, das ist auch positiv. Wenn ich die beiden addiere, dann bekomme ich nicht genau die Strecke von a nach b, sondern eine größere Strecke, weil ich erst nach außen und dann rüberlaufe. Und das sagt genau diese Dreiecksungleichung aus, dass eben a minus b Betrag immer kleiner gleich a minus c Betrag plus c minus b Betrag ist. Das kann man sich auch im mehrdimensionalen Raum vorstellen, im zweidimensionalen Raum. Da gibt es auch solche Metriken natürlich und da bilden sich Dreiecke. Da kann man dann Punkte haben, dass man von a nach c und von c nach b geht. Und diese beiden Strecken, diese Kantenlängen dieses Dreieckes, die sind immer länger als der direkte Weg von a nach b. Und deshalb nennt man das die Dreiecksungleichung. Und das schlankeste Dreieck, was man sich vorstellen kann, ist halt, wenn der Punkt c genau in der Mitte hier auf der Verbindungslinie liegt, dann erhalten wir genau das Gleichheitszeichen. Aber anders geht es nicht auf, da diese Abstände immer positiv sind. Ja, und als letztes wollen wir uns mit der Vollständigkeit der reellen Zahlen beschäftigen. Wir hatten ja gesehen am Anfang, die rationalen Zahlen sind nicht vollständig. Es gibt Zahlen, die da nicht dazu gehören, wie zum Beispiel die Wurzel 2 oder die Zahl Pi. Und die reellen Zahlen hatten wir dann als die vollständige Menge aller Zahlen, die man sich auf einem eindimensionalen Zahlenstrahl vorstellen kann, angenommen. Die Definition wollen wir jetzt mit einer Folge machen und dazu möchte ich gerne einführen, was eine Cauchy-Folge ist. Stellen Sie sich Zahlen vor auf dem Zahlenstrahl, die immer hin und her springen, aber sich Stück für Stück immer näher kommen, sodass am Ende für immer größer werdende Folgenelemente alle weiteren Folgenglieder innerhalb einer gewissen Schranke liegen und ich diese Schranke immer kleiner machen kann, praktisch beliebig klein machen kann und dann finde ich immer einen Index n, ab dem dann alle Folgenelemente innerhalb dieser Schranke liegen. Das ist die Idee einer Cauchy-Folge und die können wir hier so notieren. Für alle Epsilon größer 0, Epsilon ist eine reelle Zahl und interessieren tun uns hier natürlich die kleinen Zahlen, aber in der Definition wird es einfach für alle Zahlen vorausgesetzt, das heißt also auch für die kleinen Zahlen, existiert ein N0, Element der natürlichen Zahlen, sodass für alle Ns und Ms, das heißt wir betrachten hier zwei unterschiedliche Folgen,
Elemente mit unterschiedlichem n und m, aber beide dieser Zahlen sind größer als n0, dann ist der Abstand dieser beiden Zahlen, den hatten wir ja über die Metrik eingeführt, hier Betrag von xn minus xm kleiner als Epsilon. Das ist erstmal eine Folge, die es so auch in den rationalen Zahlen geben kann. Auch in den rationalen Zahlen gibt es Cauchy-Folgen, für die ich beliebig kleine Schranken angeben kann, sodass ab einem bestimmten Index alle Folgenelemente innerhalb dieser Schranke liegen oder der Abstand dieser Folgenelemente innerhalb dieser Schranke liegen. Aber der Unterschied jetzt für die Vollständigkeit und deren Definition ist, dass ich jetzt die Konvergenz gegen einen Grenzwert betrachte. Das heißt, eine Folge, die sich einem Grenzwert annähert, für die können zwar alle Folgenelemente innerhalb der Menge liegen und innerhalb dieser Menge sich beliebig nahe kommen, aber dennoch kann der eigentliche Grenzwert nicht Element dieser Menge sein, also außerhalb der Menge liegen, das heißt in einer haarfeinen Lücke sozusagen, die kein Intervall ist, sonst ging es nicht, sondern sozusagen in punktuellen Lücken zwischen diesen anderen Zahlen, zum Beispiel zwischen den rationalen Zahlen liegen. Und alle irrationalen Zahlen sind solche, die dann irgendwo zwischen diesen rationalen Zahlen immer noch dazwischen liegen. Und wenn der Grenzwert eine irrationale Zahl ist, dann sind zwar alle Folgenelemente innerhalb eines gewissen Abstandes am Ende, das heißt, die Abstände zwischen allen Folgenelementen sind kleiner als diese Schranke, aber der Grenzwert gehört nicht dazu. Und deshalb ist jetzt hier entscheidend diese zweite Definition, die ich für diesen Grenzwert einführe. Und da heißt es wieder für alle Epsilon größer 0, also insbesondere auch für die kleinen Epsilons, gibt es ein N0-Element der natürlichen Zahlen, sodass für alle, jetzt reden wir nur noch über Ns, für alle N größer als N0 der Abstand, also Betrag von xn minus dem Grenzwert x, das ist jetzt ein Element der Menge, das ist entscheidend, der Abstand zum Grenzwert kleiner ist als Epsilon. Und wenn das der Fall ist, dann muss dieser Grenzwert x auch zu der Menge dazu gehören. Ja, und mit diesen zwei Definitionen, erstens der Definition einer Cauchy-Folge und zweitens der Definition eines Grenzwertes, können wir jetzt die Vollständigkeit einer Menge definieren. Und ein metrischer Raum, das ist etwas, in dem eine Metrik eingeführt wurde, und Raum ist hier ein anderes Wort für Menge. Also die reellen Zahlen zusammen mit der Metrik, dem Betrag, den wir eingeführt haben, ist ein solcher metrischer Raum. Ein metrischer Raum ist genau dann vollständig, wenn jede Cauchy-Folge konvergiert. Und das heißt, andersrum ausgedrückt, wenn dieser Grenzwert x, den wir hier verwendet haben, auch Teil dieser Menge ist, gegen den all diese Folgenelemente konvergieren, von allen Folgen, bei denen sich am Ende die Folgen Glieder immer weiter zusammenrücken und alle innerhalb einer solchen Schranke liegen. Ja, und hier unten der Raum der reellen Zahlen, also die Menge der reellen Zahlen, die ist eben vollständig. Da gehört auch Pi und Wurzel 2 und alle irrationalen Zahlen dazu. Und das Q, das ist eben nicht vollständig. Da kann man eben auch Folgen finden, die zum Beispiel gegen Wurzel 2 oder gegen Pi konvergieren und selbst aber nur aus rationalen Zahlen, sprich aus Brüchen bestehen. Da geht es letztlich darum, eine Folge von Brüchen zu finden, die gegen eine irrationale Zahl konvergieren. Und wenn man so ein Beispiel gefunden hat, dann kann man zeigen, dass Q eben nicht vollständig ist. Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und Sie haben einen Einblick in all die Eigenschaften des Körpers der reellen Zahlen bekommen. Und ich freue mich drauf, Ihnen dann andere Körper vorzustellen, zum Beispiel den Körper der komplexen Zahlen, aber auch die Unterschiede zu zeigen, zum Beispiel im Vergleich zu einem Vektorraum, der dann eben kein Körper ist, wo wir nicht diese Vielzahl von Rechengesetzen haben, sondern gewisse Einschränkungen haben. Aber gleichzeitig an anderer Stelle auch immer wieder Bezug nehmen auf die reellen Zahlen
Und deshalb ist es wichtig, diese Grundlagen zu kennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.